Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Aller Lob mit Liebe und Verehrung gebührt Allah, dem Schöpfer, Lenker, Herrscher, Erhalter des gesamten Universums und aller Lebewesen. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Und Fried und Segen sei mit dem Gesandten Allahs. Die Frage von heute ist: Muss man seine Ehefrau scheiden lassen, wenn die Eltern es befehlen? Muss man seine Ehefrau scheiden lassen, wenn die Eltern es befehlen? Wir leben halt in einer Umma, in einer Zeit, wo es viele Leute gibt, die machtgierig sind, die es besonders genießen, über andere Leute bestimmen zu können. Und das liegt meistens am schwachen Selbstbewusstsein, weil man schon selber als Kind unterdrückt worden ist. Und die Unterdrückten werden dann selber später zu Unterdrückten. Und die Antwort ist ganz einfach. Der Vater, die Mutter hat nicht das Recht, den Sohn dazu zu zwingen, seine Frau scheiden zu lassen. Genauso wenig, wie sie das Recht haben, ihn dazu zu zwingen, etwas zu essen oder zu trinken, und genauso wenig, wie sie das Recht haben, ihn dazu zu zwingen, eine bestimmte Frau zu heiraten, die er nicht heiraten will. Und Eltern sollten sich immer bewusst sein, dass sie die Interessen der Kinder vertreten sollen und nicht ihre eigenen Interessen. Hier kommen dann einige mit dem Beispiel, sagen, hat Omar nicht seinem Sohn befohlen, seine Frau scheiden zu lassen, und er ist dann zum Propheten gegangen und der Prophet hat ihm befohlen, seine Frau scheiden zu lassen? Sage ich zu. Genau diese Frage wurde Ahmed ibn Hanbal, einen der großen Gelehrten der vier Mawahib, der vier Rechtsschulen, gefragt. Es kam jemand zu ihm und fragte ihn, muss man dann seine Frau scheiden lassen, wenn das befohlen wird? Und er sagte, nein, scheide sie nicht. Scheide sie nicht. Dann sagte er, ja, aber Umar al-Khattab hat seinem Sohn befohlen, die Frau scheiden zu lassen. Er ging dann zum Propheten und der Prophet hat ihn dann auch befohlen, die scheiden zu lassen. Was sagte Ahmed Hanbal dazu? Ahmed Hanbal hat gesagt, ist dein Vater Omar? Warum? Weil Umar ibn al-Khattab befiehlt seinem Sohn nicht, die Frau scheiden zu lassen, aus einem unislamischen Grund. Wenn der Vater beispielsweise, weil Umar al-Khattab ist jemand, der nach dem Islam geht, wird dich einfach aus Lust und Laune sagen, ja, lass dich scheiden. So, weil diese Frau einen Schaden bringt für dich. Wenn dein Vater beispielsweise sagt, guck mal, deine Frau macht dieses und jenes, die ist nichts für dich, dann ist das eine andere Geschichte. Aber einfach aus Lust und Laune oder aus, weil die Tochter nicht nach der Musik der Familie tanzt. Weil es gibt manche Familien, die glauben, die Töchter seien Besitz. Die Schwiegertochter ist Besitz der Schwiegermutter und der ganzen Familie, Dienstmädchen. Die muss das so und so und so und so machen. Die hat ihr eigenes Leben. Man muss mal von diesen Komplexen aufhören, die man hat, die auf andere zu beziehen. Wenn dein Sohn eine Tochter heiratet, heißt das nicht, dass diese Tochter dann dein Dienstmädchen ist. Natürlich, die wird bestimmt dir gerne helfen, wenn du sie um Hilfe bittest. Ganz klar. Aber die ist nicht dein Dienstmädchen. Ja? Und ich gebe einen allgemeinen Tipp aus meiner Erfahrung heraus. Ich würde auch immer empfehlen, dass man nicht mit den Eltern in einem Haus zusammen wohnt. In den meisten Fällen, das heißt nicht, dass das jetzt ein Gesetz ist von Koran und Sunna, sondern ich rede von der eigenen Erfahrung, was uns oft herangetragen wurde. Meistens führt das zu Problemen. Man sollte einen gewissen Abstand haben. Natürlich, man sollte sich regelmäßig besuchen, regelmäßig miteinander telefonieren, den Eltern helfen, etc., etc., alles ganz klar. Aber in vier Wänden zusammen zu leben, ist meistens keine Privatsphäre und führt meistens zu Problemen. Ihr seid eine eigene Familie und mit den Eltern zusammen eine Großfamilie. Ja, das nur dazu. Das heißt, die Sache ist ganz klar. Und die Leute, die so handeln, dass sie den Sohn dazu zwingen wollen, seine Frau zu heiraten, sie ähneln eigentlich den Shayatin, den Zauberern. Weil wir sehen zum Beispiel in Sure 2, Vers 102, dass die gelernt haben von den zwei Engeln, was die Frau und den Mann auseinanderbringt. Ja, Seher.
Zauberei, wie man Frau und Mann auseinanderbringt. Und deswegen ist das eine Sache, die nicht erlaubt ist. Außer natürlich, wenn man sieht, diese Frau oder auch dieser Mann macht dieses und jenes, das passt nicht zusammen, die Frau hat nur Schaden dadurch. Weil manchmal ist die Scheidung was Besseres. Wenn man sieht, zwei Leute vertragen sich nicht, es gibt immer nur Streit, dann sagt man lieber ein Ende mit Schmerzen, als Schmerzen ohne Ende. Alles was richtig war, war von Allah, alles was falsch war, war von meiner eigenen Seele, um Shaitan zu panikieren. Wir haben die Geschichte, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.